Schöne 1-2, aber gut geantwortet von blauer Ecke. Man sieht auch schon deutlich Spuren. Rote Corner müsste ein bisschen mehr. Schöne 1-2, da wackelt er. Müsste nachsetzen. Weiß nicht, ob er es gemerkt hat, dass er ihn angeschlagen hat. Blaue Ecke ist natürlich immer noch gefährlich. Auch angeschlagen. Scheint ein Kampf zu werden, der nicht nach dem Punkterichtern gehen wird. Rote Ecke landet immer mal wieder gute Knie und starkes Ende der Runde. Gut außer Atem, weil er gut gepaced in der ersten Runde. Rote Ecke müsste mehr versuchen, ihn lang zu halten, aber dann wieder mit einem guten Knie. Blaue Ecke hat noch keine Lösung darauf gefunden. Stellt ihn hier gut am Käfig. Brawlt ihn. Versucht den Drehkick. Ist gut connected. Red löst den Clinch. Wilde Schläge aus dem Clinch von Ali, aus dem King's Gym. Wilde Overhand. Wieder eine, die ist nicht mal getroffen. Schönes Knie wieder, diesmal gut geblockt. Wird hier verwarnt vom Ringrichter. Kampf geht sofort weiter. Rote Ecke muss hier rauskommen. Vom Käfig muss in die Mitte des Käfigs. Kann ihn nicht mitschwingen. Gut abgetaucht, gut gekontert. Vom Ali. Starker Low-Kick. Sauber 1-2, die 1-2 trifft. Kommt sehr oft durch, wird aber zu wenig genutzt. Gute Rechte ins Ziel gekommen. Heike knapp daneben.
Ali kämpft hier wie ein kleinerer Mann auch kämpfen muss, schlägt aber jedoch viel ins Leere. Was viel Kraft verbraucht. Der Shafikula aus der roten Ecke lässt sich zurecht stellen. Sehr schön, mit einer schönen Schwinge noch die Runde beendet. Die Runde würde ich am Blau geben. Zweite Runde. Starken Schlägen. Ist hier ausgerutscht. Beide haben jetzt ein bisschen Tempo rausgenommen aus der zweiten Runde. Sehr starke Kombi, sehr starke 1-2. Alles ein bisschen wild hier. Wieder ein schönes Knie. Muss mehr aus dem Clinch mit Knien arbeiten wie in den ersten Runden. Hatte damit sehr viel Erfolg. Lange Arme, der Mann aus der roten Ecke nutzt sie zu wenig, meiner Meinung nach. Schlägt ab und zu nur 1-2, jabbt sehr wenig, hält sehr selten seine Distanz. Lässt Ali sehr einfach reinkommen. Und ist vorbei. So, man sieht den Ref, wer den Kampf gewonnen hat. Auf jeden Fall ein wildes Hin und Her hier gewesen. Sehr schöner zweiter Kampf der Veranstaltung. Es sah halt
vielen Bereichen besser auch für Ali aus. Jedoch hat Schafkula auch sehr, sehr harte Wirkungstreffer gelandet. In der ersten Runde den Ali angeklingelt, gute Knie gesetzt. Beide einen sehr starken Kampf gemacht. Extrem groß auch für 72 Kilo.